So, herzlich willkommen zur dritten Folge Absturz rockt Grand Theft Auto San Andreas. In der letzten Folge haben wir uns mit einem Pizza-Imbiss angelegt und ein paar Graffitis übersprüht. Das war schon wieder ganz schön geiles GTA-Flair. Und heute geht's direkt weiter zur nächsten Mission, ja. Die da drüben ist. Wir wollen uns auf jeden Fall erst noch ein bisschen, also ich zumindest, in das Spiel einfuchsen, bevor wir uns auch mal ein bisschen die Gegend anschauen. Ich denke, ich bin schon wieder ganz gut drin. Ah, hallo. Hallo. So. Cleaning the Hood. Ja, das ist doch mal, das klingt doch mal nach einer coolen Aufgabe. Das klingt nach ein bisschen Action, nach ein bisschen Propeller. Nobody give a shit about the hood. I do. All they do is sell gay and ruin the place. No crack ever made a gang tight. Oh, no. What's up, y'all? What's up, CJ? What's crack? Man, all they care about is smoking and money. You can't knock the homies hustle, sweet. Even marks ain't soldiers. They idiots trying to be businessmen. Yeah, but they down with us, man. All they down with is money. CJ, go down there and show these fools you mean business. These chunks from the ballers are sweating the homies. Go put pressure on them. Let's do it. We've been putting time in the hood, but we got to get the homies back together. Like the old days. Mm-hmm. Yeah, you right. So you and Ryder gonna handle your business. Man, they're slang to their own mama. They don't care about nothing. You're naive, my friend. We gotta keep our focus. We need some backup. You seen beat up? Nah. But him and the homeboy Bear, they good to have on our side. Oh, Big Bear? Yeah, them bass slangers gonna be sorry now. Gut. Hey, beat up is only a couple of blocks away. Beat up. The hood's all messed up, huh? Okay. Yeah. You try to get any of these crackheads to help you out. Oh God. Hey, slow down, fool. You don't even know which door it is. Whatever, man. This it? Yeah, this it right here. Open up. You sure he still live here? Fool, I told you this it. Open up. Who the fuck is it? CJ, the fuck you want? Get the fuck out of here. Wait, hold up, man. What happened to For Life, nigga? The only thing that matters is the hood, homie. But you'll never understand what getting this money is like. You know what, man? Get the fuck out of here before you be laying on your back. Big Bear, come check this fool. Hey, Bear? Big Bear, that's you? Hey, you still from the hood, homie, nah, or what? The only thing Bear give a fuck about is smoking and keeping my house clean. Ain't that right, Big Bear? Hell yeah. Hell yeah what? Hell yeah, sir. Now go make that motherfucking toilet spark. Oh, no, man. Man. Bear, come on. Everyone likes to party sometimes, CJ. I'll see you around. Stay the fuck from around here, punk. Hey, nigga, fuck you. Damn. It's just fucked up. I see what you mean now, man. The crack can do that to Big Bear, turn him into a base slave. The average motherfucker ain't got a chance. Damn dope fiends and drug addicts everywhere in the city. Piss me off. Look like it's up to us then. Geil, das ist eine richtig real motherfucking Gangster-Scheiße. Oh, davon sind welche. Geh den Crack-Dealer zusammenschlagen. Ja, habe ich ja auch einen Meinungsverstärker? Oder habe ich nur meine Fäuste? Okay. Gut, machen wir das mal. Wenn wir da hinfahren, ich laufe. Ist doch nicht weit. Pass the brew, home. Hey, hey, what you waiting around for? Hier kann man ein Fahndungslevel loswerden. Wie komme ich jetzt da rein? Ach, hier vorne ist der. Hey, partner, I'm working, man. What you need? What you need, dog? Dog, I got quality shit right here. Okay, eins, um anzuvisieren. I'm your worst nightmare, fool. Also, er hat einen Meinungsverstärker bei sich, aber wir kriegen den schon.
Alter, gar keine Chance. Power. Puh. Man, I know this cat. He a punk used to run with a front yard baller OG from Idlewood. I know his place. It's just across the tracks there. Let's check it out. Hey, ain't that front yard turf? Man, are you a buster? Nah, I'm down, homie. Hey, grab hold of that bat over there. Das ist schon geil. Also dieser Gangster-Flair. Also das hat einfach was. Everybody in the hood know ballers are pussies. Macht einfach Spaß. Und jetzt müssen wir hier rüber. Kommt kein Zug. Wenn kommt, dann kommt. So, jetzt geht's weiter ans Eingemachte hier. Wo sind die nächsten Crackhöder? Dann rein da und ab geht's. Wir wissen jetzt, wie man Leute zusammenschlägt. Pow, ab geht's. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OGs come to do damage. Whoa. Fuck them Grove Street fools. Grove Street going down. Ninja these motherfuckers. Nah. You ain't got no... Hey, man, I'm Das ist ein bisschen. Erstmal sich reinzufuchsen ist nicht so einfach. Das möchte ich mal ganz kurz zugeben. Ich will doch nicht meinen Homie schlagen hier. Ich mach doch anvisieren, aber dann visiert er einen falschen an. Jetzt. Wir kriegen es trotzdem hin. Pow! Oh, schade. Irgendwas aufsammeln? Nein. Ist hier noch was Schönes? Hey, da hockt eine Prostituierte. Okay. Also das ist ein bisschen alles schon noch gewöhnungsbedürftig von der Steuerung her. Ist sehr schwammig, muss ich sagen. Soll aber keine Ausrede sein. Macht trotzdem auf jeden Fall Spaß. Und ihr seht's. Das ist eine PlayStation. Das ist ein PlayStation 2 Spiel. Und es hat. Es hat keineswegs an Charme verloren. Aber sowas von keineswegs. Was ist denn? Oh, braucht er jetzt unbedingt eine Karre? Man, I'll warn the gang later. For now, let's just bask in the silence of victory, motherfucker. Na, da komm doch aber. Mensch. Hier vorne steht doch das Auto, oder? Nee. Ich glaube, es ist nicht weit, es kann laufen, da vorne ist es schon. Ich gehe mal auf den Fußweg. Wie gesagt, boah, yo. Dafür, dass es ein PlayStation 2 Spiel ist, macht es bisher ungemein viel Spaß. Einfach die Atmosphäre. Feeling, das ist einfach gar nicht mehr zu fassen. Ich meine, man ist so verwöhnt mittlerweile von Grafik und Spielstil, aber dennoch ist das hier irgendwie zeitlos. Und ja, ich kann es nur weiterempfehlen. Es gibt es im PlayStation Store für 15 Euro. Maybe these fools should be up for some real bang. Yeah, Grove gonna get back on his feet now, for sure though. Later, homie. Jawohl, die Missionen sind am Anfang natürlich noch ein bisschen kürzer. Man soll natürlich das Spiel erstmal kennenlernen. Auch die werden ein bisschen
ausgedehnter in nächster Zeit, da bin ich mir sicher. Und da freuen wir uns sehr drauf, wenn wir dann, ja, nein, das will ich nicht, immer mehr von dieser schönen Map hier erkunden. Wir können auf jeden Fall schon zu den Pizzaläden, zum Tattoo-Studio, ich glaube, das ist ein Tattoo-Studio. Diese Immobilie könnten wir zum Beispiel kaufen. Und hier ist auch ein Customs. Und hier unten ist dann auch der Flughafen, genau. Auf jeden Fall sehr cool, dieses Gebiet haben wir bisher erkundet. Wir können uns hier immer noch ein bisschen, ne, das wollte ich nicht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Lass uns doch einfach mal ein bisschen hier durch die Hood schauen. Einmal noch ein bisschen dieses Feeling genießen. Auch wenn es irgendwie stachig aussieht, es steckt so viel mehr dahinter, als es eigentlich ist. Als es eigentlich aussieht, Entschuldigung, es steckt so viel Leidenschaft einfach dahinter. Auch hier haben wir diese Rinne. Ja. Auch diese Unterschiede in diesem Land, von der Wüste über die, ich sag mal, ländliche Region bis hin eben zu dieser Hood, der San Francisco Style, der Las Vegas Style natürlich. Also das werden wir alles erkunden. Das werden wir alles mitnehmen. Und werden uns hier auch die Hood zurückerobern. Und wenn ich mich recht erinnere, kann man später hier eine Freundin drin haben in diesem Haus. Ich glaube in dem war es. Ich kann mich auch täuschen, aber wir werden ja sehen. Es gibt viel zu tun. Wir sind mit Folge 3 schon am Ende. Und ich freue mich aber riesig auf die nächste Folge und ich freue mich auch wieder, wenn ihr einschaltet zur nächsten Folge Absturz Rock GBA San Andreas. Bis dahin, reingehauen, euer Uwe.